Viktor Drachenkönig, das Seeungeheuer. König Horrex besucht seinen Cousin, König Herakles, in Griechenland. Er hat derzeit große Probleme, dass seine Schiffe zerstört werden von einem Seemonster. Dieser hat König Horrex um seinen Rat gebeten. König Horrex und etwa 50 Ritter aus dem Königreich sowie Ritter Sven sind mit am Start. Zudem ist Viktor dabei, weil dieser auch den Soldaten von König Herakles die neueste Schwerttechnik zeigen will. Er wird vor Ort den Schmieden seine Technik des Waffenschmiedens beibringen. Die Truppe trifft abends mit Pferden und Kutschen ein und ein betrübter König Herakles freut sich über das Eintreffen, weil er sich viel davon verspricht, dass er Unterstützung bekommt. Er sagt zu Horrex: »Lieber Cousin, endlich bist du hier. Ich freue mich. Leider kann ich dir und deinen Rittern heute nicht den gebührenden Festempfang der letzten Jahre zukommen lassen, da auch heute wieder eines meiner Handelsschiffe zerstört wurde.« König Horrex erwidert: »Mach dir keine Sorgen, mein Freund. Euer Fisch und euer Wein ist für meine Ritter dennoch ein großes Highlight jedes Jahr.« Alle setzen sich und König Herakles berichtet, was ihm zu schaffen macht. »Weißt du, seit dieses Seeungeheuer ständig die Schiffe versenkt, macht es einfach keinen großen Spaß mehr, König zu sein. Früher war es alleine und hat uns eigentlich immer in Ruhe gelassen, aber jetzt sind es sogar zwei und die sind wirklich sehr, sehr wild.« Ritter Sven fragt interessiert: »Du sagst, früher war es alleine und ruhig und heute sind es zwei und sie sind wild? Hm, das ist ja seltsam. Viktor gibt zu bedenken. Warte mal, König Herakles, ist das zweite Seeungeheuer denn genauso groß oder eher etwas kleiner?« Herakles antwortet: »Es ist kleiner, aber was soll die Frage?« Viktor: »Nun, es könnte doch sein, dass dies ein Weibchen ist. Der Grund, dass die aggressiv sind, könnte zudem sein, dass die Nachwuchs bekommen haben und einfach nicht wollen, dass man sie stört.« Horrex erstaunt: »Viktor, Viktor, du erstaunst mich immer wieder.« Herakles antwortet: »Wenn das der Fall ist, müssten wir die Schiffe aber wohl über eine andere Route in den Hafen navigieren. Aber das ist sehr gefährlich und hat uns schon viele Schiffe vorher gekostet, da die Strömung die Schiffe meistens gegen die Felsen gedrückt hat.« Viktor meint: »Ich habe da vielleicht eine Idee.« Viktor beauftragt Sven, seinen Falken ins Königreich Daxburg zu entsenden, um Dragomir nach Griechenland zu bitten. Der Drache ist 2 Tage später in der Stadt. Viktor bittet diesen, mit seiner Kraft mehrere große Felsbrocken in die Bucht zu stoßen. Ritter Sven meint interessiert: »Viktor, was soll das denn bringen?« Dieser meint: »Nun, es unterbricht die Meeresströmung etwas und die Handelsschiffe können danach ruhig durch die Meerenge navigieren.« Nach 2 Stunden ist auch Dragomir ziemlich müde, aber der Plan hat funktioniert. Die Strömung ist wesentlich ruhiger. Dragomir legt sich am Strand etwas hin, um zu schlafen, und er ruht sich aus. Aber plötzlich steht ein großer Schatten vor ihm. Es ist das Seeungeheuer. Dieser guckt erstaunt, da er noch nie einen Drachen gesehen hat. Dragomir guckt hoch, ihm geht es genauso. Das erste Seemonster in seinem Leben. Die beiden Könige Horrex und Herakles beobachten die Szene aus sicherer Distanz von ihrer Burgterrasse. Aber plötzlich sehen sie, wie Dragomir auf die Insel der Seeungeheuer zufliegt, die etwa 1 Kilometer von dem Festland entfernt liegt. Viktor kennt Dragomir sehr gut und meint: »Oh, da ist ja scheinbar eine neue Freundschaft entstanden. Da das Seeungeheuer und seine Frau 3 Junge bekommen haben, die Dragomir auch ganz toll fanden, kann er diesen vermitteln, dass von König Herakles gar keine Gefahr ausgeht und die Schiffe nun in Zukunft auch nicht mehr stören werden.« Glücklich verabschiedet sich König Herakles nach 8 Tagen von seinem Besuch und gab diesen viele Weinfässer und Olivenöl mit nach Hause, was eine ganz besondere Delikatesse ist, da es diese in Daxburg in dieser Qualität nicht gibt. Von da an lebten die Seeungeheuer und Herakles friedlich nebeneinander und es gab gar keinen Streit, keinen Ärger und keine Action mehr. Der Vorteil war zudem, dass andere Feinde des Königs wirklich dachten, dass die Seeungeheuer dessen Königreich sogar beschützen. Viktor und Co. waren nach 7 Tagen abenteuerlicher Reise wieder im Königreich Daxburg eingetroffen und er musste gleich Jimmy und seinen Schulkameraden,
diese spannende Reisegeschichte erzählen. Die Kinder waren wirklich erstaunt und begeistert und Jimmy meinte dann nur noch kurz, also wenn ich mal groß bin, will ich auch viel reisen, am besten ans Meer. Victor meint, das wirst du, mein Freund, das wirst du. Und somit war die Geschichte zu Ende und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bald geht es weiter. In diesem Sinne, passt auf euch auf und bis demnächst.